Sie sind hier, 28. Januar 2019, 0.15 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern die deutschen Spieler um Patrick Wiencheck, Andreas Wolf, Uwe Gensheimer und Patrick Grützki, VLNR, in der WM Einzelkritik Urheberrecht Sport 1 Grafik Davina Knigge, Getty Images Imago Herning, Deutschland verpasst bei der Handball-WM eine Medaille. Welche Spieler gingen voran? Wer blieb unter seinen Möglichkeiten? Sport 1 macht die WM-Einzelkritik. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat sich mit zwei bitteren Niederlagen von der WM 2019 verabschiedet. Nach der Pleite im Halbfinale gegen Norwegen verlor die DHB-Auswahl gegen Frankreich im Spiel um Platz 3 in letzter Sekunde und verpasste dadurch eine Medaille. Doch insgesamt verkaufte sich Deutschland beim Heimturnier teuer, spielte häufig mitreißenden Handball und stellte eine starke Defensive. Welche Spieler machten auf sich aufmerksam? Welche Stars gingen voran? Wer blieb unter seinen Möglichkeiten? Sport 1 stellt den deutschen Spielern ein Zeugnis aus. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Ländern. Mehr.